Welche Rechte hat der Verkäufer, wenn der Käufer nicht zahlt und ein Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde? Welche Rechte hat der Verkäufer, wenn der Käufer nicht zahlt und ein Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde? Nun, er hat zunächst einmal das Recht vom Vertrag, er kann vom Vertrag zurücktreten. Und damit verbunden die Ware zurückholen. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Jetzt gibt es wieder ein paar Sonderfälle, nämlich wenn nun der Käufer K insolvent wird. Ja, da kommt also jetzt der Gerichtsvollzieher und so weiter und so weiter. Dann muss die Ware ausgesondert werden. Ja, die darf also jetzt nicht in die Insolvenzmasse fallen, sondern muss ausgesondert werden. Und Ware darf nicht gepfändet werden. Ja, der Verkäufer kann Pfändung widersprechen. Ja, das ist dann sein Recht, er kann der Pfändung widersprechen, denn wer weiß, ob es nicht doch passiert. Ja, dass die Ware gepfändet wird und dann kann der Verkäufer aufgrund seines Eigentumsvorbehaltes der Pfändung widersprechen. Das hier sind Sonderfälle, die sind natürlich praktisch sehr interessant hier, aber nicht die Situation, die man sich unbedingt wünscht und die unbedingt üblich ist. Und das hier ist der Normalfall. Ja, wir dürfen ja wegen der ganzen Sonderfälle nicht den Blick verlieren auf die Grundregel. Also das hier oben ist der Normalfall. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.